Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem D-Aktionär TV-Interview. Heute blicken wir auf die Luftfahrtbranche zusammen mit Thorsten Küfner. Hallo. Hallo. Du hast uns die Luftfahrtbranche mitgebracht. Ganz allgemein kann man noch sagen, dass diese Branche momentan, zumindest die Aktionärbranche, wieder so ein bisschen en vogue ist. Was sind die Gründe dafür? Ja, also zum einen vom operativen Geschäft läuft es bei vielen relativ gut. Also Lufthansa-Chef Spohr hat ja letztens erst wieder erklärt, es wird von Monat zu Monat besser. Ja, man merkt einfach die robuste Weltkonjunktur, man merkt seine steigenden Passagierzahlen. Dazu ein Ölpreis, der weiterhin auf niedrigem Niveau verharrt. Das hilft den Carrier natürlich auch sehr. Und aktientechnisch, da gibt es vor allem so zwei Gründe. Das eine war einfach, dass Warren Buffett, der über Jahre hinweg eigentlich ein Gegner der Luftfahrtaktien war, Ende des Jahres 2016 dann eingestiegen ist bei einigen US Airlines. Er hat seine Meinung offenbar geändert. Und das könnte eben auch damit zusammenhängen, dass eben ja nach einer jahrelangen Horst, bei der er die Luftfahrtbranche hauptsächlich nicht mitgemacht hat, es nun eben in diesem Sektor wirklich einige Schnäppchen gibt, während eben in vielen anderen Sektoren die Bewertungen schon relativ hoch gelaufen sind. Aber wie gesagt, Luftfahrtbranche kann man hier und da das eine oder andere Schnäppchen schon abgreifen. Jetzt geht es den Fluggesellschaften ja nicht allen gleich gut. Wir schauen mal vielleicht auf ein kleines Sorgenkind, schon seit längerem. Auf Air Berlin, ja. Kleines, ein bisschen untertrieben gewesen. Wir sahen ja hier mit dem 3-Jahres-Chart fällt es gar nicht so sehr auf. In der letzten Woche gab es mal wieder so ein bisschen Zugewinne, weil das hieß, dass der Staat vielleicht jetzt auch eingreift, Air Berlin rettet, unterstützt. Was ist denn der Stand der Dinge hier momentan? Also im Endeffekt, die meisten Zocker, die jetzt hier bei Air Berlin aktiv sind, die haben vor allem ab hier drauf gesetzt, dass eben die Lufthansa zugreift. Man hatte ja schon letztes Jahr diesen Wet-Lease-Deal zwischen den beiden vereinbart. Thomas Winkelmann, der Chef von Air Berlin, ist ja auch ein alter Lufthansa-Manager. Man hofft eben einfach, dass Lufthansa wirklich hier mal zugreifen wird. Aktuell gehören 30% der Anteile noch Etihad. Und Etihad ist auch die Firma, die Air Berlin eigentlich am Leben gehalten hat. Denn Air Berlin, muss man sehen, der Konzern hat im ersten Quartal pro Tag 3 Millionen Euro Verlust gemacht. Man hat ein negatives Eigenkapital von 1,7 Milliarden Euro und gleichzeitig Schulden von 3 Milliarden Euro. Also rein bilanziell wäre man eigentlich gar nicht mehr in der Lage zu überleben, aber man hat eben quasi den reichen Onkel aus Abu Dhabi in Form von Etihad. Man hat den Laden eben quasi über Wasser gehalten. Und jetzt spekuliert man darauf, dass eben Lufthansa gar zugreifen könnte. Aber hier gibt es auch das eine oder andere Problem. Hier könnte es das eine oder andere Problemchen geben. Denn Lufthansa will nicht die ganzen Schulden von Air Berlin mit übernehmen. Die sollte Etihad behalten, aber das wird, glaube ich, auch schwer gehen. Kartellrechtlich müsste man auch schauen. Zusammen haben sie teilweise fast 70% im deutschen Flugmarkt. Also das wird auch schwer. Und das größte Problem, was ich als Aktionär eigentlich sehe von Air Berlin, wenn ich das wäre, was ich zum Glück niemals war und auch nie werden will, weil wenn Lufthansa Air Berlin übernimmt, dann wird das nicht so eine Übernahme wie beispielsweise bei Monsanto, wo es eben für die Aktionäre einen satten Übernahmeaufschlag geben wird, sondern dann wird es vielleicht eher so laufen wie letzte Woche in Spanien. Dort hat die Banco Santander die Banco Popular übernommen und es gab 1 Euro und zwar für das gesamte Unternehmen, weil Banco Popular wäre einfach allein nicht mehr lebensfähig und bei Air Berlin sieht es ja auch ähnlich aus. Also hier braucht man nicht darauf hoffen, dass es hier einen satten Übernahmeaufschlag gibt und man bis oben hinläuft. Also das sollte man tunlichst nicht. Das hat mit Geldanlage nichts zu tun. Wir raten weiterhin davon ab, hier zu spekulieren. Freilich, wer mitzocken will, vielleicht läuft es ja wieder mal bis 1,20 Euro oder so. Aber das ist wirklich, da kann man auch Sportwetten machen. Das ist wahrscheinlich genauso solide. Dann schauen wir auf ein solideres Unternehmen. Ja. Auf die Lufthansa haben wir es jetzt schon öfter angesprochen. Mhm. Steht besser da. Wird man auch weiterhin gut dastehen? Die Konkurrenz wird ja größer, kommen wir gleich noch drauf, Ryanair. Aber momentan sieht alles gut aus. Ja, aktuell, wie gesagt, man profitiert eben davon. Von den ganzen etablierten Fluggesellschaften gefällt uns eigentlich auch Lufthansa am besten. Also, aber du hast es ja angesprochen, die Konkurrenz, Ryanair und die vielen Billigflieger, die setzen der Lufthansa eben trotzdem auch in den kommenden Jahren weiterhin zu. Und daher, jetzt vom Chart her, wer dabei ist, sollte auf jeden Fall dabei bleiben. So bei 17 Euro gibt es auch eine Unterstützung, darunter vielleicht den Stopp setzen. Da kann man vielleicht darauf spekulieren, dass wir noch bis 20 laufen. Aber wie gesagt, langfristig, wer sich hier langfristig in diesem Sektor engagieren will, das soll doch eher auf die Billigflieger setzen, denn die wachsen eben wirklich kontinuierlich und ja, ich glaube, da sollte man aktuell eher den Fuß in der Tür haben. Die graben so den etablierten Gesellschaften mehr und mehr das Wasser ab. Hier sehen wir Ryanair im 3-Jahres-Chart. Wir sehen eben auch zuletzt wieder deutlich sehr gut gelaufen. Wir sind ja fast hier auf Jahreshochniveau oder knapp nur darunter. Dürfte so weitergehen, die Entwicklung, deiner Meinung nach? Ja, wir glauben schon. Ich meine, Ryanair, sagen wir auch immer, ist so eine Art Peter Lynch-Aktie. Das war sein berühmter Fondsmanager in den USA. Und sein Credo war vor allem, das setze auf Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell an einem Ort Erfolg haben und dann beginnen zu expandieren. Mhm. Das war oftmals so, ja, zum Beispiel diese Burgerkette Wendy's, die eben vom Westen oder vom Osten der USA aus das ganze Land irgendwann erobert hat und dann quasi auch im Ausland expandiert ist. Und Ryanair macht es ja auch ähnlich mit seinem Billigflugmodell. Also man hat ja zunächst erst in Heimatmärkten angefangen, kam dann nach Europa und erobert jetzt einen Markt nach dem anderen. Also in Deutschland ist man aktuell Nummer 3, in 5, 6 anderen Staaten Europas ist man schon die Nummer 1. Insgesamt ist man schon in Europas
zweitgrößte Fluglinie mittlerweile. Und man hat ja schon laut darüber nachgedacht, eben auch dann den einen oder anderen Markt, zum Beispiel Südamerika, auch anzugreifen. Und wir glauben, das wird wahrscheinlich auch gut gehen. Ryanair macht das seit Jahren fantastisch, hat eine sehr solide Bilanz, anders als zum Beispiel jetzt eben Ryanair. Die Bewertung ist auch noch nicht wirklich hoch und wir glauben, bei Ryanair kann man weiterhin zugreifen. Gut, werden wir weiter verfolgen. Klingt sehr spannend, was da in Zukunft noch passieren könnte bei dem Wert. Einen letzten hast du noch mitgebracht aus dieser Reihe Luftfahrtbranche, EasyJet. Da sah es ja auch lange Zeit sehr gut aus. Dann kam natürlich letztes Jahr der Brexit oder dieses EU-Referendum. Ja, und dann ging es abwärts für den Wert. Jetzt war letzte Woche Wahlen wieder in Großbritannien. Ja. Hat es das nochmal beeinflusst? Ja, da ging es nochmal nach unten, wobei wir jetzt eigentlich auch sagen, also das war vielleicht so die Angst allgemein der Marktteilnehmer, ob das jetzt wirklich für EasyJet sich nachteilig auswirken wird, wissen wir nicht. Grundsätzlich muss man ja sagen, ich meine, bei diesen ganzen Brexit-Verhandlungen, die jetzt dann anstehen, eines der wohl eher am leichtesten zu lösenden Themen wäre wohl das mit den Flugrechten und dass man davon ausgeht, dass es vielleicht wirklich für EasyJet und so weiter keine drastischen Änderungen auch infolge des Brexits geben würde, denn da würden sich ja sowohl EU als auch Großbritannien wahrscheinlich doch eher ins eigene Fleisch schneiden, sollte man hier doch stärkere Einstellungen vornehmen. Aber es stehen eben noch viele andere Verhandlungen an und es kann durchaus sein, die Politik macht ja nicht immer wählt nicht immer den logisch besten Weg für alle und da kann es durchaus sein, dass dann vielleicht wirklich das Geschäftsmodell von EasyJet wirklich auf die Probe gestellt wird. Man ist ja sehr stark mit britischen Inlandsflügen, aber über die Hälfte der Erlöse erzielt man doch eben auch beim Flugverkehr außerhalb Großbritanniens oder beziehungsweise von Großbritannien ins EU-Ausland oder vom EU-Ausland nach Großbritannien und das wäre für EasyJet schon ein starker Schnitt. Aber ansonsten muss man auch sagen, operativ läuft es für EasyJet relativ gut. Man hat jetzt durch den schwachen Pfund eben einen Ergebniseinbruch gehabt, aber ansonsten die Prognosen der Analysten gehen eigentlich davon aus, dass man weiterhin beim Umsatz wachsen kann, dass man weiterhin bei einem Gewinn zulegen kann und EasyJet ist auf jeden Fall, wer etwas Mut hat, eine spannende Aktie, die man sich jetzt auch ins Depot legen kann. Wie gesagt, Ryanair vielleicht noch etwas konservativer, aber wie gesagt, wer Mut hat, kann jetzt eben beim billigen Niveau von EasyJet zugreifen. Trotz der Unsicherheiten jetzt mit Brexit und so. Ja, wie gesagt, man braucht schon eine Portion Mut, aber wie gesagt, wir glauben schon, dass die Chancen das Risiko etwas übersteigen. Gut, dann Dankeschön für deine Einschätzungen, Thorsten. Dankeschön. Danke auch, dass Sie dabei waren. Nächste Woche sehen wir uns wieder an der Stelle, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.